Dominik, wie ist das eigentlich? Isst man die Schnecken so roh oder werden die gekocht oder gebraten? Also roh essen würde ich die, glaube ich, nicht. Das schmeckt nicht sehr gut. Kochen wird sehr gummiartig, denke ich. Aber gebraten sind die, denke ich, eine sehr, sehr leckere Delikatesse. Ja. Eigentlich wollten wir schon immer mal einen Film drehen über Gewürze, über lecker Essen oder... Ja, beim Grillen wird das schwierig sein. Die krauchen schneller durch den Rost, wie sie um warm werden, nehme ich mal an. Sehr gut mit Knoblauchbutter. Knoblauchbutter. Also das sollten wir uns schon mal merken. Eines der wichtigsten Zutaten bei Schnecken wäre Knoblauchbutter. Oder? Ich glaube, jetzt werden wir mal wieder ernst. Natürlich wollen wir die nicht essen. Das sind ja unsere kleinen Haustiere. Die sind zum Halten und zum Liebhaben da. Essen tun wir andere Schnecken. Das Hobby ist auf alle Fälle... Wenn ich das hier so sehe, Entschleunigung pur. Ja, also wenn man auf sehr viel Action im Terrarium steht, sind das nicht die richtigen Tiere. Ja, muss man mehr Schnecken rein. Ja, das ist richtig. Aber so von der Optik, die sehen ja aus wie kleine Häschen. Also ich finde die schon süß. Kleine Häschen im Terrarium. Hasen kommen eigentlich im Stall, habe ich immer gedacht. Aber gut, wir haben Häschen im Terrarium. Ja, toll. Wie halte ich denn jetzt so Schnecken, wenn wir jetzt hier schon welche haben und das ja... wirklich hier ganz spannend aussehen. Wo kommen die denn überhaupt her? Also die kommen aus Ostafrika, nur sehr weit verbreitet dort und leben da in den Regenwäldern. Ja, also sehr viel Erde brauchen die, sehr viel Feuchtigkeit und auch recht warm. Es sind ja so ganz viele Tiere, heutzutage ist ja das Zauberwort invasive Tierarten. Das heißt, die können eigentlich überall da leben, wo tropisch warm ist. Wenn die jemand mitnimmt, jetzt sag ich mal nach Südostasien in der Tropen und lässt die da laufen, dann... Ich denke, das könnte tatsächlich Probleme geben, ja. Das könnte, denn ich weiß also, dass in Asien die sehr häufig als Delikatesse in Farm gegessen werden. Aber die sind dann viel größer als diese, ne? Ja, das sind jetzt noch Babys. Die sind erst ein paar Monate alt. Oh, eine süße Babyschnecke. Ne, die werden also im End bis 20 cm etwa lang, der Fuß. Und der Fuß, von hier bis hier 20. Genau, richtig. Da sind wir jetzt bei 5, 6 cm. Also 20 wäre dann so der Fuß. Ja, und das Haus wird also gut so groß wie eine große Männerfaust. Von dieser kleinen Art? Von dieser kleinen, ja. Und da gibt es auch noch eine große Art? Es gibt noch eine deutlich größere Art. Da wird der Fuß dann so etwa 30 cm lang. So. Werden dann so armdick ungefähr. Und das Häuschen ist dann also schon deutlich größer. Ich habe mal gehört, die werden pfundschwer, kann das sein? Das können die erreichen, ja. So zwei Schnecken in der Pfanne wären Kilo Fleisch, da wird eine ganze Familie satt. Ja. Ja. Aber hallo, und also, die Knoblauchbutter nicht vergessen. Richtig. Aber ja. Wir wollen die ja nicht essen. Ist ein Joke, das wisst ihr ja. Wir wollen unsere Tiere natürlich behalten und pflegen. Und beim Wort pflegen, wie pflege ich denn eine Schnecke? Gut, die brauchen natürlich sehr viel Futter für so ein kleines Tierchen. Ein Eimer voll, oder? Ja, sowas um den Dreh. Ja, also schon so eine großzügige Schale sollte man hinstellen. Das heißt Futter. Hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schnecken machen am Tag so eine Schale leer? Das würden die, denke ich, schaffen, ja. Das ist ja enorm. Und was ist hier in dieser Schale drin? Das ist jetzt die Alternative, wenn man nicht so viel einkaufen möchte. Das ist ein Trockenfutter, das sind so Pellets, wo halt alles drin ist, was die Tiere brauchen. Auch als Alleinfuttermittel geeignet. Aber wenn ich jetzt sehe, haben die hier hinten ja dieses frische Obst und Gemüse und die ist eine trockene Schale. Kriegen die dabei nicht Verstopfung bei dem trockenen Futter? Oder kriegen die bei dem feuchten Futter einen Flotten? Oder sieht man das bei Schnecken nicht so? Nee, hinterher sieht man das nicht mehr, wenn es einmal durch ist. Aber da hat die dann trockenen Hals. Müssen wir dann ein Glas Wasser daneben schauen? Also ich würde da trockenen nicht runterkriegen. Nee, also die sind ja so von sich aus sehr feucht. Die müssen natürlich eine sehr feuchte Umgebung haben, dass das auch so bleibt. Aber wenn die ein bisschen Trockenfutter kriegen, ist das nicht schlimm. Also, das ist ja interessant. Ja, und was trinkt die hier? Das ist ihr Früh Milchshake oder? Ja, das ist ein. Oder was gibt's denn hier heute Morgen? Das ist ein Milchshake für Schnecken. Das ist ein Pulver, das rührt man an, lässt das trocknen und dann können die Tiere das halt abraspeln mit ihren Zähnchen. Ist für den Panzeraufbau sehr wichtig, dass die also eine Kalkzufuhr haben.
Also als Kalklieferant auch sehr gut geeignet ist die Sepiaschale, wobei dieser Futterkalk deutlich besser ist, weil in der Sepiaschale immer noch ein ganz kleiner Rest Salz vorhanden ist. Und Salz ist halt für Schnecken sehr, sehr schädlich, entzieht den Flüssigkeit. Aber sie mögen halt auch so, wie ich das sehe. Die mögen das schon, aber die stoßen dabei unfassbar viel Schleim ab. Deshalb haben wir ja heute den Film auf dem Dienstagabend ausgeschlagen. Wir wollten da unseren Praktikanten nicht dabei bringen, weil keiner möchte die Schleimspur vom Praktikanten nachher sehen, wenn er womöglich probehalber hier die Sepia-Schale isst. Also da haben wir gedacht, dann machen wir das mal heute. Ja schön, hier die Schlecken laufen ja alle in eine Schlange hinterher. Laufen die in der Schleimspur der anderen, um zum Futter zu kommen? Ich denke, das ist eher Zufall. Ach so, da ist Zufall. Die laufen also nicht. Ich habe mal so was bei Raupen in der Natur gesehen. Diese Prozessionsspinner, da laufen wirklich alle Raupen in Reihe. Bei den Schnecken ist das ja Zufall, das ist also nicht. Die sind ja hauptsächlich nachtaktiv, dämmerungsaktiv. Ne? Ja, das hat aber eher damit zu tun, weil halt nachts natürlich mehr Feuchtigkeit vorhanden ist und Sonneneinstrahlung. Und vielleicht auch in der Natur weniger Feinde. Gut, das kommt auch noch dazu. Finden, das wird natürlich, da gibt es ja nun mal ganz viele Tiere, die sich eben durch den Dunkel der Nacht schützen müssen, um ihre Art überleben zu lassen. Das ist ja nun mal doch alles spannend. Das ist ja gar nicht eine langweilige Schnecke, so wie ich das sehe. Das ist ja wirklich interessant und auch so der Bewegungsablauf. Jetzt, wie vermehren sich denn so Schnecken? Wie passiert denn sowas? Ja, also Schnecken sind sogenannte Hermaphroditen oder Zwitter. Hermaphroditen. Ja, tolles Wort. Ja, ne? Das bedeutet im Grunde einfach, dass sie beide Geschlechtsorgane haben, sowohl männliche als auch weibliche. Sie brauchen schon einen Partner, aber welcher ist dann egal? Ja, das haben ja eigentlich alle Schneckenarten an sich. Ich habe ja sogar gehört, dass das so ist, dass also immer die Schnecken sich gegenseitig paaren und anschließend meist sogar beide tragend sind. Genau. Und in Gegenden, das ist aber auch bei anderen Schneckenarten so, in Gegenden, wo die Schnecken sehr selten nur vorkommen, sind die sogar in der Lage, sich selber zu befruchten. So was soll es geben bei einigen Schnecken, um überhaupt die Art zu erhalten, haben die also die Möglichkeit, sich selber zu befruchten. Die legen jetzt als Landschnecken sicherlich ihre Eier an Land. Richtig, die graben die ein. Die graben die ein, ja. Eine gewisse Tiefe, so vielleicht 5 bis 10 Zentimeter. Und nach einer gewissen Zeit schlüpfen dann ja, hunderte kleiner Schnecken. Wie groß ist denn so eine kleine Schnecke oder so ein Ei? Aber sag ich mal, die Kleinen legen jetzt noch nicht. Die sind noch zu klein. Genau. Die sind noch selbst Kinder, ja? Die sind noch selbst Kinder. Sagen wir mal Teenager. Die ganz jungen Schnecken, die sind kaum Zentimeter groß. Die Eier sind vielleicht einen halben Zentimeter im Durchmesser. Und dann kommt ja, wie so bei anderen Schnecken auch, wenn das Ei 4-5 Millimeter ist, kommt auch ein 4-5 Millimeter großes Schneckenhaus daraus. Richtig. Die Schnecke ist ja dann da drin, so wie die ja sich ja auch ganz einziehen können und ganz drin sind. Und das Schneckenhaus ist dann nachher beim Schlüpfen so groß wie die Schnecke. Und die Schnecke, die da drin ist, knabbert an der Eihülle, bis da ein Loch drin ist. Also sie nimmt quasi die Eihülle als eigenes Futter und frisst sich ins wirkliche Leben. So kann man das dann vielleicht sagen. Auch eine ganz spannende Sache. Ich habe sowas als Kind früher schon immer so mit Wasserschnecken, mit Apfelschnecken gehabt. Die haben ja, kamen ja dann aus dem Wasser raus, haben ihre Eier oben an der Oberfläche aus dem Wasser gesehen. Und da konnte man dann irgendwann mal so nach 2-3 Wochen sehen, dann wurde dieses ganze Gelege immer poröser, weil die von innen da heftig am Knabbern waren. Und einen Tag fiel das ganze Ding ins Wasser und dann liefen Schnecken rum. Und da hat man gestaunt, wie groß diese gerade gebrochene Schnecke ist. Ja, das heißt also, die Jungen schlüpfen aus dem Ei, die Eltern haben sich schon ganz lange aus dem Staub gemacht. Ich denke ja mal, so weit kommen die nicht bei der Geschwindigkeit, was ich hier sehe, aber die sind ja nun mal nach ein paar Wochen weg. Das ist also so der soziale Beitrag zum Sozialleben der Schnecken. Die Eltern haben sich aus dem Staub gemacht, die Kinder kommen aus dem Erdloch gekrommelt und sehen die große Welt und fressen alles, was grün ist, alles, was lebt. Oder fressen die auch was anderes, als das, was lebt?
Also die fressen auch schon mal Aas, wenn da also irgendwo was rumliegt, was schon was länger tot ist, da gehen die auch dran. Brauchen die auch, so ein bisschen Eiweiß muss sein. Ach so, das heißt also, die sind nicht, wie wir das hier so sehen, so richtige Vegetarier, sondern das sind so die echten Allesfresser, alles was irgendwo anknabberbar ist, das fressen die auch. Selbst wie wir ja hier sehen, sie ist hier ganz aktiv an der Sepiaschale am Raspeln. Und das Raspeln, das ist natürlich so was ganz Besonderes. Da gibt es jetzt die Frage, haben Schnecken Zähne? Ob man das als Zahn bezeichnen möchte, lasse ich einfach mal so stehen. Aber sie haben schon zwei so sehr feste Kalkhaken, ähnlich wie ein Zahn, womit die halt dann die Nahrung abraspeln und in den Magen transportieren, beziehungsweise in den Schlund. Also ich muss mal sagen, ich habe mich da heute Morgen mal schlau gelesen. Die Schnecken haben auf der Zunge Zähne. Also ich kenne sehr viele Menschen, die haben Haare auf der Zähne. Ja, okay. Aber dass man Zähne auf der Zunge hat, habe ich bei bisher noch gar keinem anderen Lebewesen gesehen oder gehört. Das finde ich natürlich faszinierend. Das heißt, mit der Zunge schlecken die quasi, die ist gebaut wie so eine Reibale, wie so eine Feile, schlecken die also alles Fressbare ab. Und da ist denen total wurscht, ob das jetzt der harte Kalk ist, ob sie damit den weichen Kalk schlürft oder ob sie hier die Pflanzen und Gemüsereste auseinander nimmt. Das ist ja ganz egal. Alles, was irgendwie nach Verwertbarem schmeckt, frisst die auf. Wir möchten ja, dass denen gut geht. Und wenn ich so sehe, hier so eine Schnecke im Salat, das sieht also super appetitlich, sicherlich für die Schnecke aus. Ob ich dann den Salat noch nachher essen will, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein ganz faszinierendes Tier und das wird ganz oft verkannt. Es wäre sicherlich mal so ein Tier, was man so als eines der ersten Tiere in seinem Leben als Pflegling halten könnte. Oder ist da noch was ganz Schwieriges bei, was ich beachten muss, wo man sagt, nein, da sollte nicht ein Jugendlicher mit anfangen? Oder ist das ein das sogenannte Einsteigertier? Also das Wort Einsteigertier, finde ich, ist ein ganz böses Wort. Jedes Tier soll seine Beachtung haben und richtig gepflegt werden. Aber wenn, dann wollen wir das ja richtig machen. Ja. Für Jugendliche sind Schnecken oder für Kinder, die gerade beginnen mit der Terraristik, sind Schnecken sicher eine schöne Anfangsgeschichte. Einzige, wo die Eltern vielleicht mal ein bisschen aufpassen sollten, ist, dass regelmäßig der Boden durchgeguckt wird nach Gelegen, weil sonst hat man irgendwann Hunderte, was meistens nicht so erwünscht ist. Ach so, die vermehren sich, haben wir ja gerade gehört. Aber halte ich eine Schnecke in eine Gruppe oder einzeln oder ist ja der Schnecke total... Ja, also es sind jetzt keine sozial lebenden Tiere in dem Sinne, aber eine kleine Gruppe zu halten ist sicher interessanter als ein einzelnes Tier. Ja. Ich sehe jetzt hier gar kein Häuschen für die Schnecken, außer das Haus, was sie selber haben. Wo schlafen die dann? Ja, also die Schnecken brauchen kein Häuschen in dem Sinne. Die haben, wie Sie schon sagten, ja ihr schon eigenes. Ja. Meistens kleben die sich irgendwo an die Scheibe, komplett eingezogen. Und schlafen dann da oder aber sie graben sich ein in die Erde. Also hier gräbt sich, glaube ich, gerade ein Kollege ein, kann das sein? Da vorne auch, genau. Ah ja, das heißt also, die sind der Meinung, der Film ist jetzt schon viel zu lang und die setzen sich mal hier langsam ab von der ganzen Sache. Aber ich glaube auch, dass wir langsam genug über Schnecken erfahren haben. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt ihr die natürlich hier unten in den Kommentaren rein. Schaut auch noch die anderen Filme an. Ihr wisst ja, wir haben ja immer ganz viele spannende Filme. Und damit ihr nicht irgendeinen Film verpasst, natürlich müsst ihr alle abonnieren. Und nach dem Abonnieren drücken, nochmal auf die Glocke drücken. Denn nur dann bekommt ihr jeden Film. Also ich denke mal, das war mal ganz spannend. Eine Schnecke kriecht nicht langweilig rum, sondern Schneckenhaltung halte ich für super interessant.